So, da sind wir wieder. Welcome back to Mass Effect on the Normandy. Juhu, weiter geht's. Ja, wir haben gerade ein paar Mal Cerberus in den Arsch getreten. Ich wünschte, Sie hätten dieses Geschütz auf Tuchanka mit eigenen Augen gesehen. Echt? Ich habe die Audio-Emulatoren abgeschaltet und zugesehen, wie sich der Cerberus-Kreuzer elegant und lautlos in seine Bestandteile aufgelöst hat. Wunderschön. Manchmal mache ich mir Sorgen um Sie, Mann. Ach, das war Cerberus, das war gut. Die Vorräte halten noch. Echt? Das Shuttle ist bereit für den nächsten Einsatz. Na gut. Na, können wir noch eine Waffe verbessern? Die haben wir gerade gekriegt. Ja gut, versuchen wir den nochmal hochzupushen. Geht das geltlich? Ja, es klappt. Sehr gut. Haben wir die auch gleich mal hochgepusht. Hey! Für denjenigen, der es wundert, dass wir die Waffen nur bis Level 5 hochpushen können, wenn man Mass Effect 3 ein zweites Mal mit einem Mass Effect 3 Charakter durchspielt, dann kann man erst 6, 7, 8, 9 und Level 10 Waffen erschaffen. Also nicht wundern, wenn das geht. Commander. Gibt nichts. Ach, okay, ich bin ja schon wieder weg. Was gibt's hier? Habt ihr irgendwas über die Riesenkanonen zu sagen? Kenneth, haben Sie den neuen Pokertisch oben in der Lounge gesehen? Er wird überhaupt nicht benutzt. Naja, ich habe schon daran gedacht, Tissoni und Trainer dort zu einer kleinen Partie Strip-Poker einzuladen. Hallo? Natürlich. Wollen Sie nicht auch diese Reporterin Alice dazu bitten? Nein, sie würde Kameras mitbringen und alles aufzeichnen. Und wenn Sie verlieren, soll die ganze Galaxie doch nicht wissen, wie wenig Sie zu bieten haben. Verdammt, Mädchen! Meine Bestückung erfüllt höchste Ansprüche. Oh Mann. Hier, aber nichts mit Liara hier. Das ist mein es Mädchen. Es gibt nichts zu berichten. Das ist meine Süße. Die kriegst du nicht. Mach kein Strip-Poker mit. Nur mit mir. Ach, jetzt habe ich Javik vergessen. Verdammt. Ah, nochmal zurück. Ja, also wenn schon, denn schon. Ne? Also muss ja, ne? Das muss ja nun mal sein. Also wenn, dann konsequent. Hallo. Dass so viele primitive Spezies jetzt Raumschiffe steuern, ist unerwartet und sehr gefährlich. Tschüss. Bis jetzt hat's gut geklappt. Für jemanden, der behauptet, eine Expertin für mein Volk zu sein, weiß ihre Asari sehr wenig. Aber immer noch am meisten im Gegenzug zu den anderen. Commander. Ja. Ja, ja, abweisend wie eh und je. Beschwert sich über jede Spezies, ja, ja, bla bla bla. Ach, immer schön, so jemanden an Bord zu haben. Steigert die Motivation. Hallo? Ja, ja, die beiden sind immer noch drin, also ist der Doc weiterhin in den Mannschaftsunterkünften. Durchaus möglich. Würde Stärkungsübungen erfordern, damit Muskeln schwächere Knochenstruktur unterstützen. Gut, hier brauche ich also nicht nochmal reinzugehen. Das kriege ich her. Das muss ich mir jetzt nicht jedes Mal anhören. Das ist zwar witzig gewesen, aber gut, da gibt es wohl jetzt nicht mehr, was man sich anhören kann. Garrus? Im Moment nicht. Ach, wann denn mal dann, Mensch? Gut, durch die Normandy kommen wir anscheinend relativ fix durch. Da scheint jetzt irgendwie nicht wirklich jeder was zu erzählen zu haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, ich glaube, gefunden habe ich nichts, ne? Nö. Okay, gibt's hier was Neues? Nö, hast du? Hallo, Shepard. Nein. Hat auch nichts. Naja, umso besser. So kommen wir wenigstens gleich los. So. Dann wollen wir doch mal... Ja, was ist denn an Kleinquests eigentlich noch da? Außer dem DLC, den ich aus Versehen schon aktiviert habe. Ja, der Mantel, das ist ja wieder eine Großquest. Aber ich glaube, wir sollen ja noch für Rex diese Rachni-Problematik noch lösen. Da waren die Studenten, das hatte ich schon abgesucht, da ist nichts. Ja, eigentlich gibt es nur noch hier den Kundschaftern nachgehen, ne? Jupp, 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 jupp. Ja, okay. Also gehen wir den Kundschaftern mal nach. Die Kompanie Aralak. Na, dann gucken wir doch mal. Gut, werden wir hier erstmal. Obwohl, ich habe gar nicht aufgepasst. Waren hier Reaper?
Oh, anscheinend nicht. Oh. Aber hier gibt es anscheinend auch gar nichts zu finden. Na gut. Na dann. Landen wir mal auf Utuku. Utukuku. Utukuku. Utukuku ist zwar besiedelbar, aber extreme Temperaturen und Wetterbedingungen haben bisher alle von der Kolonisierung abgehalten. Weil es auf dem Planeten kaum flüssiges Wasser zur Wärmespeicherung gibt, schwanken die Oberflächentemperaturen regelmäßig zwischen 70 und minus 60 Grad Celsius. Ja, nee, kein beliebtes Urlaubsziel. Utukus Vegetation hat biegsame Stämme entwickelt, um starke Winde zu überstehen, und ledrige Bäume, um gegen die häufigen Sandstürme bestehen zu können. Das tierische Leben spielt sich hauptsächlich in den kleinen Meeren ab. Utukku hat kaum wertvolle Mineralien. Auch diese, weiß ich nicht, die biegsame Stämme ist doch bestimmt witzig. Naja, okay, gucken wir mal. Wer ist jetzt dran? James und Garrus. Wenn wir immer wieder die Reihenfolge immer durchgehen, weil rein theoretisch ist es eigentlich egal, wen wir mitnehmen, solange es nicht gezwungen ist. So, da waren wir ja schon soweit. Nö, nö. Ja, ja, hier, guck mal, du kriegst noch ein Blutbad. Schaden oder Radius? Oh, Schaden oder Radius? Nee. Wir nehmen Schaden. Also wir nehmen keinen Schaden, wir vergeben Schaden. So. Dann landen wir doch mal auf Utukuku. Gibt's Neuigkeiten, Shepard? Unsere Verstärkung wartet am Zielpunkt auf uns. Kompanie Aralak, kroganische Eliteeinheit. Korrekt, Shepard. Das ist eine sehr erfahrene Truppe. Na dann. Eine Aktion zur Rettung einer Kolonie vor batarianischen Piraten hat sie berühmt gemacht. Hört sich gut an. Jedenfalls hat man nichts mehr von einem Team kroganischer Kundschafter gehört, seit sie durch das Rachni-Portal gingen. Sind wir hier so eine Art Kammerjäger? Die wurden doch von den Kroganern ausgelöscht. Das dachten alle, aber ich bin einigen von ihnen begegnet. Schwer zu vergessen. Dieses geheime Labor auf Noveria. Yep. Das muss ich nicht nochmal haben. Seltsam. Wir haben die letzte Rachni-Königin nur leben lassen, wenn sie dann für immer verschwindet. Sie würde keinen neuen Krieg riskieren. Sie haben eine Rachni-Königin gehen lassen? Ist das ein Witz? Nein, es war völlig richtig. Rechnen Sie einfach mit allem. Genau. Ja, das Shuttle ist eingetroffen. Bewegung, Team 2. Wer was entdeckt, macht Meldung. Na sowas. Wer könnte das wohl sein? Grunt? Shepard? Die Tankzüchtung. Hey, Grunty Baby. Was machen Sie denn hier? Das gleiche könnte ich Sie auch fragen. Haben diese Trottel Sie nicht eingesperrt? Doch, man wollte die Batarianer von mir fernhalten. Es sollte während der Kriegsvorbereitungen keine Probleme mit dem Rat geben. Die Lage hat sich geändert. Ja, Sie haben wichtigere Probleme, das stimmt. Deshalb befehlige ich hier draußen die Kompanie Aralak. Sie sind hart, halten sich für unbesiegbar, rücksichtslos, aber effektiv. Klingt gut. Das klingt vertraut, Grunt. Wie haben Sie es vom Neuling ohne Erfahrung zum eigenen Kommando gebracht? War nicht einfach. Rex brauchte für die Kompanie Aralak einen Anführer, der die Zukunft unserer Spezies repräsentiert. Dank Ihnen habe ich meinen Initiationsritus auf Tuchanka abgelegt und wurde Teil des Erdnat-Clans. Ich war gleichberechtigt. Als Stärkster wurde ich ausgewählt, diese ehrenvolle Kompanie anzuführen. Es gefiel sicher nicht allen, dass eine Tankzüchtung das Kommando bekommt. Ich habe mir meinen Platz mit Namen verdient. Diese Kroganer respektieren mich. Sehr gut. Sie waren eine Nervensäge, aber wenn Ihre Kroganer nur halb so gut sind wie Sie, schaffen wir es auch hier raus. Ha, gut, dass Sie da sind und beim Schädelspalten helfen, Shepard. Schwer zu glauben, dass das Rachni sein sollen. Das ist doch verrückt. Rachni. Eine Chance, dem alten Feind zu begegnen? Ha, unwiderstehlich. Wir wissen nicht, ob hier Rachni beteiligt sind. Wir sollen die Kundschafter finden. Also ich habe keine Anzeichen von Aktivität gesehen. Zugegeben, aber dieser Ort stinkt wie eine eitrige Wunde. Laut unseren Scans laufen die Tunnel an einem zentralen Punkt zusammen. Mit etwas Glück ist es ein Nest. Das könnte Spaß machen. Genau wie in alten Zeiten, Grunt. Kompanie Aralak, Abmarsch! Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wir treffen uns im Kundschafterlager. Klingt gut.
Yeah. Nehmen Sie, was Sie brauchen und rücken Sie ab. Ja, gucken wir doch mal. Was können wir denn hier gebrauchen? Ah, ist hinten irgendwas in der Ecke? Kommen wir nicht hin, wa? Nee. Achso. Da ist auch nichts. Dann ist da drin bestimmt was. Gucken wir doch mal, ob wir hier drin was gebrauchen können. Der liebe Grunt. Na, siehst du wohl. Er hat sich aber gut entwickelt. Oh ja, Kohle. Kohle können wir mal gebrauchen. Oh, Pistole. Großkaliberlauf. 2. Jawohl. Und ich glaube, ich habe ihn auch angebracht. Ja. Jawohl. Die Claymore. Die übelste von allen Schrotflinten, die ich im zweiten Teil ja für Grunt erschaffen habe. Die habe ich jetzt auch. Sehr gut. Ich habe zwar keinen, der großartig mit Schrotflinten umgeht, aber... Hey, haben! Das ist erstmal das Wichtigste. Ah, da kann ich doch bestimmt auch noch ein bisschen... Es überrascht mich nicht, dass Grunt jetzt im Einsatz mitmischt. Der kleine Kerl ist erwachsen geworden. Oh ja. Ich bin froh, dass er da ist. Ja, ich find's auch toll. Hier gibt's da bestimmt auch was zu holen, wa? Oh ja, oder sogar eine Werkbank. MP, Großkaliberlauf. Braucht man nicht. Oh, da geht's nicht raus. Ein kleines Schwätzchen will ich mit Grunt noch halten. Ah, da steht er. Okay, gucken wir erstmal hier. Bereit, Shepard. Wir sind direkt hinter Ihnen. Tunneleingang finden. Nee, ich will aber noch keinen Tunneleingang finden. Ich will erstmal mit dir eine Runde quatschen. Komm, Grunt, erzähl mal was. Bereit zum Aufbruch? Na. Wie war's nach dem Sieg über die Kollektoren? Ich habe die meiste Zeit auf Tuchanka verbracht und gelernt, was es heißt, ein Kroganer zu sein. In dem Labor, aus dem ich komme, bestanden die Lektionen darin, mit Übungswaffen zu kämpfen. Es hatte kein Biss, kein Gewicht. Ich brauchte Blut und Schmerz. Ich machte Fehler und lernte daraus. Ja, Fehler sind da, um gemacht zu werden, nicht wahr? Noch was über dieses Unternehmen? Aralak bedeutet Auge des Zorns. Wir sind benannt nach der brennenden Sonne von Tuchanka. Rex hat uns aus verschiedenen Clans ausgewählt, um zu zeigen, dass wir vereint sind. Wir wurden geschickt, weil wir die Stärksten sind. Na, gut, denjenigen im Rücken zu haben. Weil das einem den Rücken stärkt. Hat Warlord Okia Ihnen bei der Erschaffung etwas über die Rachni implementiert? Okia hat dafür gesorgt, dass ich von den Rachni wusste. Sie werden als Feind respektiert. Alle dachten, sie wären tot, von den Kroganern besiegt. Sie haben bewiesen, dass das nicht stimmt. Wenn sie hier sind, befiehlt mein Blut ihren Tod. Naja, und wenn sie sich gegen uns wenden, verdienen sie auch nichts anderes, obwohl ich sie freigelassen habe. Was ist mit dem Spätdruck geschehen? Sieht aus, als hätte etwas das halbe Lager durch ein Loch nach unten gezogen. Ihr Shuttle muss es auch erwischt haben. Sie saßen hier fest. Ist auch egal, wir sind hier, um die Rachni zu finden und auszuräuchern. Ich dachte, um den Stoßtrupp zu finden. Also gut, gehen wir. Endlich. Bin hinter Ihnen, Shepard. Wohl, Quatsch. Das ist ja jetzt der Stoßtrupp. Wir suchen ja den Kundschaftertrupp. Naja, dann. Oh ja. Er verzieht keine Miene. Boah. Alle in Ordnung? Hart im Nehmen. Shepard! Noch in ein Stück! Sieht aus, als wären wir alle okay. Halten Sie Funkkontakt! Sind unterwegs! Na toll. Gibt's hier keinen Fahrstuhl? Das wäre einfacher gegangen. Na dann. Wie praktisch. Oh, da ist was. Da ist was. Ich seh's. Ein Kroganer. Grunt. Hier liegt die Leiche eines Kundschafters. Ist schon ein paar Tage tot. Ach ja? Wer eine Waffe hat, mitnehmen. Er braucht sie nicht mehr. Ja, eigentlich recht. Das war doch, glaube ich, der Flammenwerfer, oder? Ja. Was ist das denn, ein Netz? Oh. Ah, okay, Weg versperren ist da wohl nicht. Da ist noch eins. Geh weg, geh weg. Haha. So spare ich wenigstens Munition. Oh ja. Bisschen Licht. Licht ist gut. Diese Dunkelheit macht es nicht gerade einfacher, Shepard. Stimmt. Alle bereithalten. Yep. Da war was. Hat das jemand gesehen? Keine Sorge. Ich gebe Ihnen Deckung.
Garrus scheint ein wenig nervös zu sein. Okay, da geht's nirgendwo hin. Oh. Eier. Was sind das für Dinge? Ich weiß nicht. Vorsicht! Oh. Die explodieren? Echt? Cool. Ich komme mir vor wie bei Alien. Yeah! Aber irgendwas, was brütet, das könnte schon Rachni sein. Die Rachni haben ja auch Eier gelegt. Noch mehr. Mann. Da? Da. Boah. Auf dem Boden, Commander. Reaper Tech. Vielleicht. Ich kann sagen, das sieht aus wie Schläuche. Oder Kabel oder sowas. Hm. Ach, da liegt noch einer. Oh! Ach so, dann lege ich die nur... Ach, oh, siehst du, ich brauche noch nicht mal sparsam sein mit dem Ding. Wow. Cool. Eine Höhle. Wupp. Oh, na super, ist das ein... Das sieht aus wie ein Reaper-Rachni. Machen Sie sie fertig, Shepard! An der anderen Wand, Shepard! Ist das eine Rachni? Wartet. Anwesenheit von Rachni bestätigt, modifiziert und sehr gefährlich. Endlich was zum Umlegen. Hier ist noch nichts. Hab mein Kroganer durch ein Schlundloch verloren. War keine gute Route. Das Nest muss hier irgendwo sein. Diese Reaper beschützen irgendetwas. Ja. Jetzt machen die auch schon... Achso, nee, ich hab ja... Jetzt machen die auch schon aus Rachni... Reaper-Zubehör sozusagen. Verwüster, oder wie der jetzt hieß. Ging ja gerade. Codex-Eintrag. Poppte ja hoch. Oh, hallo. Nicht, dass wir hier eine Überraschung haben. Reaper haben hier ganz schön gewütet. Oh ja. Sehe ich auch so. Finden wir raus, warum. Sag das, Herr Shepard. Verstanden. Wie kommen wir da durch? Das ist ein Tor, ne? Das sieht wichtig aus. Achso, das? Ich wollte gerade sagen, hä? Das ist eine Leiche. Ah. Das war's. Siehst du wohl. So muss das gehen. Jetzt? Shepard! Was? Verdammt, das war knapp! Was denn? Dann müssen wir wohl einen anderen Weg suchen. Na los! Hä? Was war das für ein Lärm, Shepard? Klang gar nicht gut. Ah. Einsturz. Wir sind okay. Was? Gut. Ich hätte sie ungern ausgegraben. Sie verletzen meine Gefühle. Ja, ja. Gut, das, muss ich zugeben, war vielleicht nicht so gut in Szene gesetzt. Dieser möchte gern einstürzen.
Okay. Shepard, ich weiß jetzt, was den Kundschaftern zugestoßen ist. Aha. Was haben Sie gefunden? Schwerer Angriff. Der Anführer hat befohlen, Waffen tief in die Höhlen hineinzubringen. Er wusste, dass das nächste Team Hilfe brauchen würde. Oh, okay. Sie sind gestorben, damit wir eine Chance haben, zur Zentralkammer zu kommen. Los! Da geht's ja wieder zu dem angeblich zugeschütteten Raum. Reaper Tag, hey. Ich wusste, es lohnt sich, hier diese Wände kaputt zu machen. Ha. Gleich eine Granate reinschmeißen. Das sind doch nur Husks. Da gibt's auch was. Toter Kroganer. Sieht aus wie eine letzte Nachricht. Sie soll an eine Asari namens Ereba auf der Citadel übergeben werden. Was? Okay. Okay. Irgendein Asari. Shit, jetzt war ich zu nah dran. Jetzt habe ich ein bisschen was von der von dem Schleim abbekommen. Okay. Da ist anscheinend wieder ein Kroganer hin. Hier ist nichts. Ich näher mich langsam den 100. Tausche das mal wieder aus. Todeszone voraus. Das riecht nach Ärger. Das würde ich auch schätzen. Das ist so typisch. Oder auch nicht. Wow. Oder auch doch. Druck machen! Gibt's hier noch jemanden zum Druck machen? Anscheinend erstmal nicht. Okay. Oh, da gibt's was. Oh. Da ist der Rest dieses komischen Verwüsters. Rennen wir lieber woanders hin. Ich habe irgendwie so das Gefühl, es wäre nicht gut, wenn man da durchrennt. Ah ja. Wow. War ja klar. Unten bleiben! Sie darf sie nicht anvisieren! Shepard. Harte Kämpfe. Zähe Mistkerle. Wow. Verluste? Alles in Ordnung. Zornige Kroganer kämpfen besser. Aha, okay. Was? Kommt da was raus? Ah, das sind Brutkapseln, keine Sporenkapseln mehr. Ist der Kroganer jetzt weg? Ah, ne, da hinten war er aufgespießt, okay. Da
Das sind jetzt also Brutkapseln. Okay, hier kommt also jemand raus. Diese kleinen Viecher kommen da raus, normal. Problemlos atmen. Die sehen nicht aus wie normale Rachni. Die Reaper müssen sie verändert haben. So sehen sie zumindest aus. Also verändert zumindest. Wei, oh wei. Oh weh, oh weh. Weh, oh weh. Hui. Wissen Sie was? Ich glaube, die züchten hier unten eine ganze Armee von diesen Dingern. Das passt alles. Sie vernähren sich rasend schnell. Und hier draußen merkt man es erst, wenn es zu spät ist. Sehe ich auch so. Und sie hetzen alles, was sie haben, auf uns, damit wir das Nest nicht erreichen. Das ist ja zumindest schon mal ganz gut. Wo sind sie denn? Wenn wir hier uns darum kümmern, dass keiner der Eier überlebt. Scheiße sein. Kaum geboren, gleich erschossen. Haha. Hui. Kommt er? Oh, wo geht's denn jetzt schon wieder hin? Ach, da sitzt er ja. Shepard, wir werden blockiert und überrannt! Ich komme! Beeilung, Shepard! Grunt muss wieder übertreiben. Grunt, übertreib nicht! Shepard! Los! Müssen wir die Tür öffnen, ja? Was gibt's da? Ach ja, das kann ich bestimmt gebrauchen. Pistole Durchschlagsort. Aha. Na siehst du. Danke, Shepard. Was uns da aufgehalten hat, war kein Netz. Das war Reaper-Tech. Wir sind auch reingelaufen. Die Rachni haben sich für den Moment zurückgezogen, aber sie können unsere Wunden riechen. Jeder gute Feind würde sich neu formieren und uns den Rest geben. Und zwar bald. Wir sind nah dran. Die Barrieren haben geschützt, was hinter dem Durchgang ist. Na dann. Wir verschanzen uns und legen alles um. Das gibt ihnen Zeit. Okay. Viel Glück. Ich brauche kein Glück. Ich habe Munition. Yeah. Kroganer, bereit machen! Ich liebe diesen Spruch. Noch mehr Brutkapseln. Achtung! Noch mehr Eier! Ganz langsam! Da, Reaper-Tech, hey! So, mal fragen. Da sind sie alle reingelaufen. Oh, ja, und ich natürlich hinterher, klar. Gibt ja nichts Sicheres. Gut.
gut, dass wir nicht leichtsinnig oder lebensmüde sind. Oh, okay. Ist nicht viel passiert beim Kriechen, okay. Was ist das? Große Höhle. Grant, wir haben die Zentralkammer gefunden. Gut, wir halten ihnen den Rücken frei, Shepard. Sehr gut. Bewegung! Verdammt! Das war so klar. Wo ist der Schalter? Das ist es, Leute! Das ist gut. Und noch ein. Los, wir müssen an diesen Barrieren vorbei. Ich ahne was. Zur anderen Seite, da sind noch mehr dieser Energieknoten. Hier ist doch gar nichts. Oh, ihr blöden Männer. Aber klar. Ich wollte doch nur rüber. Es kommen immer wieder neue. Konzentration! Wird nicht lange anhalten.
Bring sie's zu Ende. Verstanden. Jawohl. Na dann. Oh. Oh. Was zum Teufel? Eine Rachni-Königin. Der unerträgliche Ton ist verstummt. Indoktriniert. Was sind sie? Die letzte Königin. Ihr lauscht den Kindern. Sie sind still. Hohl. Die Maschinen kommen und nehmen sie mit in den Krieg. Sie sterben allein, schweigend in der Ferne. Haben die Reaper Ihnen das angetan? Ja. Der schreckende Ton der Maschinen ist überall. Oje, oje. Ich lasse Sie nach Noveria zurückgehen. Sie haben versprochen, sich nicht mehr einzumischen. Die Rachni sollten verschwinden. Wir haben unser Versprechen gehalten, uns durch das Portal zurückgezogen. Wir haben eine neue Heimat aufgebaut. Wunderschöne Kinder. Harmonie. Aber dann kamen die Maschinen. Sie haben unser Lied gehört. Ihre schrillen Töne haben die unseren erdrängt. Oh, indoktriniert, okay. Sie tun ihnen nichts mehr. Ja, wir verstehen. Können Sie die Reaper noch spüren? Können die sie beeinflussen? Wir hören sie, aber es gibt keine Kontrolle mehr. Die letzte Fessel noch, dann sind wir frei. Oh, na Gott sei Dank. Was? Die Kinder kehren zurück. Sie vernichten uns. Befreien sie uns. Wir haben hier Bewegung. Jede Menge Bewegung. Oje, da müssen wir uns wohl beeilen. Verstanden, Grunt. Können Sie gegen die Reaper kämpfen? Wir hassen die Maschinen. Wir kämpfen für unsere Kinder. Befreien sie uns. Ja, klar, warum nicht? Sie ist fast hinüber. Sie braucht so viel Zeit für ihre Flucht. Shepard, wenn wir hier bleiben, stirbt die Kompanie Aralak. Haben Sie verstanden? Also entweder die Kompanie Aralak oder die Rachni. Tut mir leid. Die Rachni. Hören Sie zu, die Kompanie Aralak hält die Rachni auf, während die Königin entkommt. Wir verschaffen Ihnen Zeit. Grunt, zurück zu unserer Position. Führen Sie uns raus. Verdammt sollen Sie sein, Shepard! Ich verlasse mein Team! Shepard, sind Sie sicher? Das ist ein Befehl. Sie ist zu wertvoll. Wir dürfen sie nicht verlieren. Das Shuttle ist am Ende dieses Weges. Ich halte sie auf. Nein. Weg hier, Shepard! Oh nein. Jetzt bin ich dran. Thank you.
Cortez, wir sind die Letzten. Holen Sie uns ab. Verstanden, Kommando. Shuttle ist bereit. Grunt! Grunt! Was ein Auftritt. Hat jemand was zu essen dabei? Was für ein Auftritt. Grunt hat's überlebt. Ich studiere gerade Ihren Bericht über die Rachni, Commander. Das hätte ganz schnell kompliziert werden können. Hoffentlich wissen Sie, was Sie da tun. Ein Bündnis mit der Rachni-Königin hat beim letzten Mal nicht geklappt. Ich vertraue Ihrem Instinkt, Commander. Sie wird uns helfen, Admiral. Hoffentlich. Aber wir haben den Nachschub der Reaper mit Rachni unterbunden und zusätzliche kroganische Unterstützung erhalten. Das ist ein Sieg. Ich muss weitermachen, Commander. Seien Sie vorsichtig da draußen. Hackett Ende. Naja, die Unterstützung war nicht groß. Oder ist nicht groß. Shepard, Sie haben es geschafft. Klingt, als hätte ich einen Wahnsinnskampf verpasst. Oh ja. Es war blutig, Rax. Wir hätten Sie brauchen können. Ich war zu sehr mit Reden beschäftigt. Das ist verrückt. Ein Krieg tobt und ich muss den Frieden bewahren. Ich habe gehört, Sie hätten eine Abmachung mit der Rachni-Königin. Wenn die wieder durchdrehen, mache ich Sie verantwortlich. Verstanden. Ich habe gehört, Grunt ist mit ein paar Kratzern davon gekommen. Könnte man sagen. Zusammenflicken und weiterkämpfen lassen. Hört sich gut an. Ich muss dann wieder. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Check. Ja, viel mit kroganischer Unterstützung ist es ja leider nicht. Ich habe ja leider die Kompanie Aralak nicht bekommen. Krogana. Grunt. Der perfekte Krogana wurde ohne Vergangenheit, ohne Namen und ohne Aufgabe in die Welt geworfen. Nach der Vernichtung der Kollektoren zusammen mit Commander Shepard kehrte Grunt nach T'Chanka zurück, um zu lernen, was es heißt, ein Krogana zu sein. Nach zahllosen Streitereien und Kämpfen haben die Clans Grunt inzwischen einigermaßen akzeptiert. Der junge Krogana ist zäh, umsichtig und klug. Er weiß, dass seine Erfahrung sich auszahlen wird, jetzt, wo es gegen die Streitkräfte der Reaper geht. Yeah! Die Company Aralak. Alte Legenden von T'Chanka besagen, dass Aralak Ödland der Ort war, wo Aralak, der erste Krieger, in der Schlacht fiel. Die nach diesem Helden benannte Kompanie besteht aus Kriegern von ganz T'Chanka und jeder Einzelne wurde wegen seiner Stärke, seiner Wildheit und seiner Kampferfahrung ausgewählt. Jede Gemeinschaft der Krogana schickt nur ihre besten Soldaten, wenn es darum geht, den Clan zu vertreten, und um die Ehre, wer dazugehören soll, wurde so mancher Kampf ausgetragen. Aktualisiert. Die Kompanie Aralak wird von Grunt angeführt, einem genetisch hergestellten, perfekten Soldaten, der zusammen mit Commander Shepard die Kollektoren bekämpft hat. Der Krogana hat trotz seiner Jugend schon so schwere Schlachten geschlagen, dass ihn die älteren Krieger der Gruppe missmutig als Anführer akzeptieren. Aktualisiert. Grunt wurde neben seiner Funktion als Anführer der Kompanie Aralak auch zum Sprecher des Erdnord-Clans ernannt. Eine politische Entscheidung, die den anderen Clans nicht entgangen ist. Grunt betrachtet seine neue Position als ersten großen Sieg, den er ganz alleine errungen hat. Sein Volk geht mit Respektsbezeugungen sehr sparsam um. Aktualisiert. Welle um Welle von Rachni haben die Kompanie Aralak auf Utuku aufgerieben. Einen starken Gegner bis zum Tod zu bekämpfen, ist zwar ein ehrenvolles Ende für Krogana, aber dennoch muss festgehalten werden, dass die Kompanie Aralak nicht mehr existiert. Ja, die Punkte haben wir aber anscheinend trotzdem bekommen. Es ist faszinierend, obwohl sie eigentlich nicht mehr da ist. Alien. Rachni-Arbeiter. Yeah. Die Rachni sind alles andere als hirnlose Insekten und zu technischen Leistungen fähig, die es mit jeder intelligenten Spezies aufnehmen können. Nach anfänglichem Misstrauen haben sie die zum Tiegel abkommandierten Rachni-Arbeiter inzwischen gut in das Projekt integriert. Sie sind besonders effektiv beim Aufgaben, die Zusammenarbeit in der Gruppe erfordern. Und leitende Mitarbeiter betrauen die Rachni zunehmend auch in komplexen Aufgaben. Mit komplexen Aufgaben. Na gut, also die Aliens helfen, die Rachni helfen jetzt also auch. Juhu! Na gut, 50 Punkte hätten wir haben können, 100 haben wir gekriegt. Also 100 für die Rachni, 50 hätten wir für Aralak gekriegt. So, kleinen Schwatz halten wir noch mit Rex, aber wir machen erstmal eine kleine Gamepause. Wieder ein paar schöne Codex-Einträge mal verzeichnen.
den Verwüster die haben. Die Reaper sind ein Mythos, der bei mir. Verwüster sind Rachni, die Reaper durch Implantate und genetische Modifikation in schwere Artillerie umgewandelt haben. Als wandelnde organische Geschütze können sie beträchtlichen Schaden verursachen und einstecken. Verwüster haben Eiersäcke, aus denen ständig Schwärme austreten. Werden die Säcke zerstört, entweder im Kampf oder beim Tod des Verwüsters, greift ihr gesamter Inhalt den Feind an und explodiert bei Kontakt. Ein toter Verwüster sondert ein ätzendes Gas und eine Säurepfütze ab. Allianzwissenschaftler sind der Ansicht, dass es für die Reaper besonders leicht ist, Kontrolle über Einheiten mit Rachni-Genen auszuüben, da diese Spezies bereits neurologisch eine Art Schwarmkonsens eingebaut hat. Tja, aber wir haben sie aufgehalten. Die Rachni sind jetzt auf unserer Seite. Yippie! Als die Menschen, nachdem sie vor fast 300 Jahren von den Geth aus ihrem Heimatsystem vertrieben wurden, leben die meisten Quarianer heute an Bord der Migrantenflotte mit etwa 50.000 Schiffen in allen Größen, von Passagiershuttles bis zu mobilen Raumstationen. Auf diesen Schiffen leben insgesamt rund 17 Millionen Quarianer, die mit äußerst beschränkten Ressourcen zurechtkommen müssen. Deshalb begeben sich alle Quarianer in einem bestimmten Alter auf eine sogenannte Pilgerreise. Sie verlassen die Flotte und kehren erst zurück, wenn sie etwas Wertvolles gefunden haben, das sie zur Flotte zurückbringen können. Wegen der Erschaffung der Geth und den negativen Auswirkungen ihrer Flotte beim Durchfliegen eines Systems genießen die Quarianer zumeist wenig Respekt unter den anderen Spezies. Das führte zu zahlreichen Mythen und Gerüchten über die Quarianer. Dazu zählt auch die Behauptung, dass sie unter ihrer Kleidung und den Atemmasken kybernetisch sind. Eine Mischung aus organischen und synthetischen Komponenten. Tja, das ist bis jetzt definitiv immer noch ein Geheimnis. Tja, mal gucken, ob wir das überhaupt hier in Teil 3 in Erfahrung bringen können. Volos. Die Volos sind Mitglieder der Citadel. Pflegen darüber hinaus aber auch intensive Beziehungen zu den Turianern. Schon vor Jahrhunderten ließen sie sich freiwillig in die Hierarchie der Turianer integrieren, um ihre Wirtschaftsgüter gegen den militärischen Schutz der Turianer einzutauschen. Irune, die Heimatwelt der Volos, liegt außerhalb der normalen Lebenszone ihres Sterns. Die Hochdruck-Treibhausatmosphäre dieser Welt bildet die Grundlage der dortigen Biochemie auf Ammoniakbasis. Um mit anderen Lebewesen kommunizieren zu können, müssen Volos deshalb einen Druckanzug tragen. Die Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre vieler anderer Welten ist giftig für sie. Und der geringe Luftdruck auf den meisten von anderen Spezies bewohnten Planeten bringt ihre Haut zum Platzen. Die Volos sind in Stämmen organisiert und verkaufen Grundstücke und sogar Stammesmitglieder, um ihren Reichtum zu mehren. Der daraus resultierende Kulturaustausch hat sie zu Experten in allen Wirtschaftsfragen gemacht. So waren die Volos zum Beispiel die Urheber des einheitlichen galaktischen Bankenwesens und agieren weiterhin als Überwacher und Lenker der Citadel-Ökonomie. Tja, wie gesagt, nicht viel Neues, was dabei ist. Aber egal. So kann man dementsprechend das schon vorhandene Wissen nochmal auffrischen. So, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Let's see, ja, was Rex zu erzählen hat. Also, bis denn dann. Ciao, ciao.